Jo Leute, was geht ab? John Rage ist am Start mit einem erneuten Black Ops 3 Video auf meinem Channel. Im Hintergrund sieht ein 100 Plus Play auf der Karte Nuketown, Nuke 3 Town, auf der neuen Nuketown Karte in Black Ops 3. Ja, ich habe hier mit der VMP, VMP, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie die Klasse, wie die Waffe heißt, aber ihr seht es ja, denke ich mal, im Titel und oder sonst unten rechts im Gameplay. Ist ja auch egal. Gameplay ist heute eigentlich auch nebensächlich. Es ist nur erspielt in dem Modus Geleitschutz oder so heißt es. Und das Ziel ist es, man muss irgendwie seinen eigenen Roboter, muss man eskortieren in die gegnerische Base. Und der darf nicht kaputt gehen, bla bla bla, irgendwie so. Aber in dem Gameplay war ich nur im Killhuren-Modus unterwegs und ich habe auch 40 Tode oder sowas. Also richtig viel schneit es euch auch total zusammen. Und das Game ging auch 13 Minuten, deswegen ist dieses 100 Plus Fail jetzt. Ich hatte gleich 95 Kills. Ist es jetzt wirklich nothing special. Also ich habe auch nur mit Hellstorm und Drohne gespielt, aber trotzdem, das Game ging einfach furchtbar lange. Und ja, ich schneide euch die leckeren Szenen raus. Und wollte heute auch nur ein ganz kurzes Kommentar machen. Das jetzt ist 15 Uhr Video. Wie gesagt, 15 um 19 Uhr gibt es ja jetzt bis nächsten Donnerstag Videos von mir. Und das ist das 15 Uhr wie um 19 Uhr Video. Das 19 Uhr Video wird ein Nuklear-Tipps und Tricks-Video geben, wie man einfach eine Nuklear erreichen kann in Black Ops 3. Einfach jetzt nicht, aber wie man es schaffen kann, könnte sozusagen. Und in dem Gameplay wollte ich eigentlich nur drüber reden, so wie mir bisher BO3 so irgendwie gefällt und was ich irgendwie scheiße finde. Und ja, also mir gefällt das Spiel wirklich echt ziemlich gut. Ich wirklich am Anfang, die ersten 4, 5 Stunden, war ich wirklich ein bisschen skeptisch bei dem Game, weil dieses Springen war echt so ein bisschen krampfhaft und ein bisschen komisch und so. Aber seitdem, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, bockt das Spiel echt irgendwie und es hat echt irgendwie wieder richtig Feeling, richtig zu Sucht. Das ist jetzt gerade auch wieder 5 Uhr morgens am Freitag. Ich war heute Abend nicht weg, ich war zu Hause, hab bis 5 Uhr morgens jetzt gerade durchgezockt, deswegen entschuldigt mich bitte, wenn ich ein bisschen ruhig rede und so ein bisschen leiser bin und auch total im Versprechermodus bin, weil ich bin einfach total fertig. Ich habe sogar die Augen zu beim Kommentar, weil ich einfach echt total fertig mit der Welt bin. Naja, das soll es jetzt auch zu mir gewesen sein. Zu Black Ops 3 weiter. Die positiven Punkte sind, finde ich, einfach, die Farben sind ultra geil. Dann finde ich geil, dass die Waffenvariation noch so groß ist. Ich sage extra noch, weil ich denke mal, so in ein, zwei Monaten spätestens werden sich wieder ein, zwei Waffen herauskristallisieren. Aber mittlerweile gerade sind so 4, 5, 6 Waffen, die eigentlich ziemlich gut sind. Und dazu wollte ich übrigens auch noch ein Video machen zu den besten Waffen in Black Ops 3, zu den besten 3 Waffen. Und ja, das finde ich eigentlich wirklich ganz gut, dass diese Waffenvariation halt vorhanden ist. Und außerdem finde ich die Streaks eigentlich ganz nett wieder. Ich finde, die sind wieder so ein bisschen Black Ops 3 mäßig, auch wenn sie, finde ich, ziemlich schwer zu erreichen sind. Aber das wird sich, denke ich mal, auch im Laufe des Spielverlaufs irgendwie wieder regeln, dass es wieder ein bisschen einfacher wird. Und ja, zum größten Negativpunkt eigentlich meiner Meinung nach in Black Ops 3 ist es so, dass, also ich finde, ganz furchtbar finde ich dieses Bannsystem. Es gibt ja jetzt so ein Bannsystem, also bei Liga oder halt, wenn man private Lobby E-Sports Competitive spielt, gibt es jetzt so ein Bannsystem und es ist eigentlich eine sehr gute Idee und wirklich eine gut durchdacht, möchte ich jetzt nicht sagen, aber weil es auch halt, wie gesagt, negative Punkte von diesem Bannsystem gibt, eigentlich ist es eine gute Idee, aber es dauert wirklich zu lange. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon in Liga gespielt habt, aber es dauert wirklich 2 bis 3 Minuten circa, bis alles das Bannsystem durchgeführt ist. Und ja, das ist einfach viel zu lange und man wartet und wartet und wartet. Das ist einfach viel zu nervig, aber eigentlich ist es eine ganz witzige Idee und hat noch so einen gewissen Reiz. Aber wie gesagt, die Wartezeit ist einfach zu lange. Und ja, ich glaube, das war es auch heute auch mit dem kleinen, kurzen, knackigen Gameplay-Kommentar auf der Karte Nuketown mit der, wie auch immer, wie die Waffe heißt. Auf jeden Fall, kleine Sache am Rande, kleiner Hint am Rande, die Waffe ist ultra das Biest, die ist richtig geil, spielt ihr auf jeden Fall mit, Griff, Schnellziehen und langer Lauf, wie ich es schon in meinem gestrigen Klassen-Setup-Video erwähnt habe. Ja, das soll es gewesen sein, ich hoffe, es hat auf jeden Fall gefallen, bewährt, kommt hier nicht vergessen, haut rein, Jungs, und schaut bei dem Video um 19 Uhr vorbei, Käse.